So, und dann sind wir mal zurück mit einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Tante genau bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Karthago. Und wir haben im letzten Teil Rom gegen Rimini getauscht. Und die Römer stehen da momentan noch drin. Kriegen momentan auch ordentlich Verschleiß. Das ist auch gut so. Sie haben keine Nahrungsmittel mehr. Wir plündern jetzt mal gerade hier eine Runde. Wir müssen nicht Velatri angreifen. Wir könnten es machen. Velatri kostet die Römer wahrscheinlich so 2 oder 3 Nahrung. Aber weil er direkt bis nach Velatri laufen könnte, zumindest wird es mir vorhin so. Aber jetzt sieht es wieder so aus, als ging es dann doch. Oder sollen wir Velatri dann doch angreifen? Kleine Planänderung. Planänderung. Wir greifen Velatri an. Dann läuft er. Nee, Moment, das machen wir nicht. Dann läuft er nämlich einfach hier bei uns ins Territorium. Aber so läuft er dann einfach hier hin. Aber dann nehme ich ihm Rimini weg. Komm. Komm, einmal hier Velatri angreifen. Das schaffen wir doch. Dann nehmen wir ihm das mal weg. So. Ganz viele Plänkler. Und seht ihr mal, also eine Sache, ich erwähne das hier immer wieder gerne. Schaut mal, wie die Einheiten aufgestellt sind. Die stehen wirklich echt so press ineinander, ja. Das ist nicht gut, weil die Einheit hier, wenn der einen Speer wirft, der blockiert die Einheiten hier. Beziehungsweise die zwei hier. Die blockieren sich gegenseitig. Und damit das nicht passiert, haltet ihr die Steuerungstaste gedrückt. Drückt die Pfeiltaste nach hinten und dann habt ihr einen größeren Abstand in den Einheiten drin. Lässt sich dann etwas besser steuern. Den legendären Mob machen wir nach vorne. Die nicht ganz so legendären Hopliten machen wir dahinter. Aber noch nicht in der Phalanx, das kommt noch. Kavallerie machen wir auf die Flanke, aber auf die Höhenflanke. Und den Elefanten, den machen wir hinter die Hopliten. So. Elefanten sind bereit! Macht euch fertig, Männer! Macht euch bereit! Denn der heutige Tag wird ein langer und blutiger werden. Diese Narren sehen aus wie reifer Weizen, der geerntet werden muss. Wir werden sie niederschneiden und das Schlachtfeld mit ihren Leichen übersäen. Sehr schön. Kavallerie, Telos! Hopliten, Kriegselefanten! Haltet die Formation! Genau. Faltet die Formation. Den Hügel hinter ihm nehmen wir mit der Kavallerie. Wir stopfen die nochmal in die Rautenformation. Angela Merkel-Formation sozusagen. Kanzlerin-Formation. Unsere Elefanten schon so blutig. Wir erwarten eure Befehle. Vorwärts!
Beeilt euch! So, jetzt stellen wir mal die Front hier ein bisschen weiter auf. Die haben keine Muni mehr. Dann lass mal. Wir sind zielsicher. Mein Herr! Kavallerie! Schnallen! Geschossen zu eurem Dienst! Kriegselefante! Fertiger! Mein Herr! Kiri! Mob! Nein! Wäre aber jetzt schade, wenn wir den Elite-Mob verloren hätten. Wir belagern eine Stadt, ne? Wir können es beenden hier. Keine Sorge, wir hatten ja recht hohe Verluste, aber überwiegend beim Mob, das ist jetzt nicht so wild. Wir haben ihn auch behalten. Zu euren Diensten. Nein. Da ist er. Okay. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Karthago zu dienen. Lauf mal hier hin. Mein Herr. Gepriesen sei Balhamon. Hat der sich da oben versteckt mit einem Haufen Söldner? Gepriesen sei Balhamon. Aber gut, jetzt muss er schon im Gewaltmarsch hier rüberlaufen. Und dann könnten wir wahrscheinlich immer noch abhauen, denke ich. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ja. Okay, wir müssen uns noch was überlegen wegen dieser Leute hier, und zwar du einmal hier hin. Wachen auf. Boah, gut. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Und du hier hin. Ich lebe, um den mächtigen Karthago zu dienen. Okay.
Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Zum Sieg! Ich würde vor Karthago meilenweit. So weit muss gar keiner laufen. Guck mal, er hat afrikanische Kriegselefanten dabei. Ja, machen wir automatisch. Nieder mit den Verrätern. Ich erwarte weitere Befehle. Gepriesen sei. Nächster Rang bei der Armee. Ja, ich nehme ja sehr gerne den günstigeren Unterhalt. Was haben wir hier noch? Ja, und hier gibt es nochmal die günstigeren Söldnerkosten. Ne? Ist halt auch schon sehr nice, ne? Ey, plus 8% Moral, ey. Die große Lagegefolgschaft ist halt unfassbar stark, ne? Die ist einfach unfassbar stark. Tatsächlich, das hier auf die mittleren Belagerungsmaschinen abzugraden, ist auch ganz cool, ne? Ja, aber ich würde sagen, wir nehmen hier den günstigeren Unterhalt nochmal. Ach, witzig, guck mal, das ist das gleiche Icon. Wir machen die Söldner hier nochmal billiger. Mein Herr! Ich will stündliche Wachgänge. Stündliche Wachgänge. Okay. Wollen wir Neapel ausbauen? Wir könnten hier so einen großen Hafen reinsetzen und vor allen Dingen hier noch so ein Olivenöl-Dings jetzt, ne? Ist Neapel halbwegs sicher? Nein, nur nicht ganz. Ne? Hier wird es noch eine Revolte geben. In Karthago könnten wir aber eine Bibliothek jetzt mal bauen. Für 1300. Wollen wir die Stadt auch direkt noch ausbauen? Warum nicht, ne? Und das Ding hier. Dann können wir halt aber auch nur in Karthago rekrutieren. Aber libysche Peltassen sind coole Einheiten. Minus 10% Söldner Anheuerungskosten machst du nur hier? Ja, ich weiß nicht. Inkitatis, danke übrigens für den Sub. Das ist ein Manufakturbonus. Ja, aber das ist ja Quatsch. Manufaktur bringt mir nichts. Ich brauche ja Handel. Hier, großer Hafen, den brauchen wir. Eigentlich brauchen wir in Karthago ja diesen geheimen Militärhafen, ne? Das wäre eigentlich, ne, das wäre eigentlich das Logische, aber das Problem ist, wir kriegen halt hier Wohlstand aus Handel. Ja, wir kriegen halt viel mehr Wohlstand, wenn wir hier Handel treiben. Also ich würde sagen, wir bauen es um für 1000... Ne, für 1500 ist zu teuer. Wie viel kostet das? 2700 ist auch zu teuer. 1700 ist auch zu teuer. Bauen wir das hier mal aus. Dann setzen wir ein anderes Gebäude rein. Irgendwas, wo wir Handel machen können? Ja, ne, wäre ganz gut. Handelseinkommen. Bauen wir noch so ein Forum-Dings. Erhöhen wir das Einkommen nochmal. Und bauen das hier. Komm, das bauen wir um für 1400. Elevin, danke übrigens auch noch für deinen Sub. Vielen Dank dafür. Guten Abend, Alexander, grüße dich. Kannst du mal bitte die Karte zeigen? Ja, klar. So sieht sie momentan aus. Wir haben Italien größtenteils erobert. Die Römer haben noch eine Provinz mit einer riesigen Armee, die wir jetzt gerade versuchen, ein bisschen zu schwächen. Wir haben Bürgerkrieg hier unten bei Cannae. Interessanterweise, da ist unser Bürgerkrieg. Da kämpfen wir gar nicht gegen die Römer, das ist unser Bürgerkrieg. Haben wir die Vasallen mit Afrika und Mauretanien verloren. Dafür haben wir weniger Kriege, ist auch okay. Und wir, also, oder ich bin momentan so dafür zu sagen, wir versuchen es erstmal in Italien und dann konsolidieren wir uns mal eine Zeit lang. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht in Spanien noch ein bisschen Fuß fassen können. Also Spanien ist tatsächlich vielleicht noch ein interessantes Gebiet für uns, ne? Dass wir da dann bis zum Ebro vorstoßen. Ja. Und Bürgerkriege haben wir gerade, ne, habe ich ja erzählt. Den müssen wir erst noch beenden. Apropos beenden. Wir beenden mal diese Runde. Na, guck, da. Ich habe es mir fast gedacht. Aber jetzt überleg mal. Der lässt ja jetzt Rimini offen, ne? Das ist ja auch schon wieder ziemlich crazy.
Hast du schon Erlasse rausgehauen? Ja, wir haben aber leider auch bisher nur eine einzige Provinz komplett. Ja klar. Ich mach Auto. Au! Das tut auch beim Zugucken schon so viel, ne? Willkommen in der Sklaverei! Ah, guck mal, das ist direkt der nächste. Tabannis wird erwachsen. Die rimischen Abtrünnige sind vernichtet worden. Wir hatten eine Sabotage, wir wurden ausgekundschaftet von Römern. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Sehr schön, wir haben hier eine Armeetradition bekommen. Hamilkar ist Rang 6. Jezebel, Rang 5. Danke dir, Jazzy. Sehr schön. Zu euren Diensten. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Ja, und wo will der jetzt hin? Also der will jetzt nach Brundisium laufen oder was? Aber ich nehme dem doch jetzt einfach, guck mal, ne? Ich nehme dem doch jetzt einfach seine Stadt da oben weg. Gepriesen sei Baal Hamon. Bereit zum Kampf. Hat er da was reingebohrt? Ein Elendsviertel hast du reingebohrt. Okay. Das ist eine normale Stadt. Was hast du? Da, du gibst einen prozentualen Bonus durch Landwirtschaft, und zwar in allen Regionen. Und du gibst einen prozentualen Wohlstand auf Handel in allen Regionen. Das heißt also Landwirtschaft und Handel. Und die Italia gehört ja momentan uns. Die gehört keiner anderen Fraktion. Das müssen wir immer so ein bisschen im Auge behalten, ne? Weil wir wollen ja nicht die Provinzen super ausbauen, die einer anderen Fraktion gehören, weil die könnten ja in einem Bürgerkrieg abtrünnig werden. Und dann wollen wir nicht, dass da die super ausgebaute Stadt direkt verlustig geht. Deswegen gucken wir hier ein bisschen. Okay, wir kriegen in Rom, selbst kriegen wir in Rom noch einen... Wir kriegen den Regionseffekt Wohlstand durch Handel aus allen Quellen. Ne, Wohlstand aus allen Quellen, 15%. Also ist egal. Das sind Fraktionsboni. Wohlstand durch Landwirtschaft haben wir gekriegt, hier 5%. Und durch Karthago, das ist aber auch nur für die Region Karthago. Das heißt also, wir haben hier noch den Ätna, genau, Wohlstand durch Landwirtschaft fraktionsweit. Das heißt also, Landwirtschaft wäre so hier der Punkt, wo wir sagen würden, da gehen wir hin, ne? Weil da, du musst nach diesen Prozentboni gehen. Das andere bringt nicht viel, tatsächlich. Muss man bedenken dabei. Rimini will ich nicht ausbauen, ne? Das ist auch in Ordnung. Velatri könnten wir ausbauen. Produziert auch Wein. Ist interessant, gibt nochmal Geld durch Handel. Das heißt also, auch hier könnten wir überlegen, wir können hier zum Beispiel den Getreidemarkt machen, der uns nochmal einen zusätzlichen Bonus auf Handel gibt. Oder eben halt den Weinhändler, der uns ja auch nochmal einen zusätzlichen Bonus auf den Handel gibt, weil der verbessert halt hier nochmal dieses Siedlungsding, ja. Das Elendsviertel verbraucht vor allen Dingen Nahrung und kostet dich öffentliche Ordnung. Wir können es jetzt leider nicht zeigen und ich habe auch keinen Bock, ein Elendsviertel zu bekommen, aber das Elendsviertel hat einen wirklich richtig coolen Effekt. Es macht die Rekrutierung günstiger. Und du kannst Mob-Einheiten damit rekrutieren. Das haben wir auch tatsächlich einmal gemacht. Wir haben uns hier Mob geholt. Wozu brauchst du eine Armee voller Mob? Du brauchst sie als Meat Shield bestenfalls. Oder du brauchst sie zur Garnison, wenn du gerade eine Stadt übernommen hast. Sagen wir mal, du hast gerade Rom eingenommen, hast keinen Bock, einen Aufstand in Rom zu bekommen. Dann nimmst du hier deine Pöbel-Einheit. Garnisonierst so eine Stadt und die brauchbaren Armeen, die gehen immer noch weiter mit. Reibekuchen, danke für die 2 verschenkten Subs übrigens. So, gegen den sollten wir jetzt was tun. Der wird mir nämlich sonst ein bisschen zu stark. Das machst aber nicht du. Denn du holst Rimini. Sie sollen vor unserer Stärke bereit zum Kampf. Und das müssen wir jetzt niederreißen, damit das Elendsviertel weg ist. Wir könnten aber auch die Römer unterwerfen. Das Doofe ist halt...
Es ist leider, Vasallen sind in diesem Spiel so unfassbar viel schlechter als in allen anderen Spielen. Also sie sind halt bei weitem nicht so cool wie EU4. Die Römer machen halt nachher einfach nur irgendeinen Kack. Ja, also das bringt halt nichts. Deswegen würde ich halt eher sagen, wir machen Niederreißen, ja. Mein Herr. So, und jetzt muss er eigentlich Rimini angreifen. Er muss eigentlich jetzt Rimini angreifen, aber keine andere Wahl. Er kommt nicht bis nach Neapel. Kommt er wegen dieser Armee nicht bis nach Neapel? Wenn das so wäre, dann müsste er den ja erst einmal angreifen. Was, wenn er Neapel erobert? Macht nichts, wir bauen Neapel einfach nicht aus. Wir brauchen einen Tempel. Und Neapel bauen wir nächste Runde aus. Rom bekommt eine Bibliothek wegen der Forschungsrate oder bekommt Rom schon den Getreidemarkt wegen dem zusätzlichen Landwirtschaftseinkommen? 150 durch Landwirtschaft und nochmal ein 10% Bonus. 200 durch Handel und nochmal ein 10% Bonus. Okay, wartet mal kurz. Theoretisch wären Handelseinnahmen besser. Oder, wenn ich das richtig sehe, weil der Bonus... Ah ne, der ist bei 10% und durch Rom selbst haben wir nochmal einen 10% Bonus. Und wir haben nochmal 5 durch den Ätna. Ne, wir haben 5 hier durch Landwirtschaft. Durch den Vesuv... Und wir haben 15 Flats, sind bei 20. Sind durch den Ätna bei 30. Wir sind in Rom bei 30 Punkten Bonus, 35 durch Landwirtschaft. Und wir kriegen Handel maximal auf... Maximal auf 35 hier. Aber da ist ja der Ausbau maximal hier noch nicht mit eingeschlossen. Also okay. Das Dumme ist halt nur diese Handelsgebäude, wenn wir nachher mal gucken... Ihr seht hier Wohlstand 100, ja. Oder hier 200, das ist schon besser. Oder 250 hier. Ne? Der Bonus hier, der macht nicht so viel aus wie die 400 bei dem Handel. Ne? Also. Aber gut, okay. Also ich glaube, durch den prozentualen Bonus kommen wir dann insgesamt doch hier auf einen besseren Wert. Und dann nehmen wir die Getreidelager, die produzieren Nahrung und produzieren auch Kohle. Und dann können wir das hier machen. Und in Rom selbst, so, jetzt muss ich mir nochmal sagen, 10er hier. Nochmal 10er hier. Ist beides irgendwie sinnvoll, ne? Ja, das müssen wir dann bald nochmal umbauen. Auch schöner Spaß. Okay, haben wir in Wohlstand durch Industrie, Panem et Kekensis Erlass, Wohlstand durch Landwirtschaft, Wohlstand durch Kultur, punischer Einfluss und Forschungsrate, Wohlstand aus allen Quellen, Erntesteuererlass plus x%. Ja, warum kann ich das... Ich müsste sagen, ich mache den hier aus und mache den hier jetzt an. Wohlstand aus Handelsgebäuden. Es ist also so ein, der Handelsareis, das ist so nice. Ne? 15 Steuersatz. Nahrung, Wohlstand durch Kultur und Baukosten, Rekrutierungskosten. Na, ist auch sehr gut. Der Philanthropie-Ansatz. Baukosten reduzieren. Scheint mir sinnvoll. Machen wir hier. Dann können wir nämlich nächste oder übernächste Runde hier mit dem Ausbau anfangen. Und dann bauen wir die Dinger dann und bis dahin machen wir das noch gar nicht, oder? Nee, machen wir nicht. Aber die hier bauen wir, weil das ist alles abgerissen, ne? Ja. Hier machen wir Handelsgebäude draus. Den Tempel müssen wir gucken, das ändern wir später noch. Welchen Tempel können wir maximieren? Tophet. Wohlstand durch Seehandel. Moral für Einheiten bei der Rekrutierung. Puh. Das ist aber nicht so nice. Wohlstand aus Handel, ja. Industrie 20. Sklavenrekrutierungskosten. Landwirtschaft. Also Astarte ist erstmal hier unser Ding. Und dann Erlass Philanthropie. Ja, minus 30% für Gebäudekosten. Okay, dann machen wir den
Das Astarte-Ding. Wo ist sie? Da ist Astarte. So, dann bauen wir die einmal aus. Und rum bekommt die Bibliothek. Wir müssen schneller forschen. Oder brauchen wir noch mehr Kohle zuerst? Was brauchen wir zuerst? Was brauchen wir zuerst? Wir machen zuerst die Kohle. Und als nächstes machen wir dann hier, ja, ich glaube schon, ja, irgendwie so, nochmal mehr Bonus durch Landwirtschaft und so. Das gibt schnell viel Kohle mehr, glaube ich. Auf welche Stufe könnten wir das schon ausbauen? Auf 3, glaube ich, maximal. Und dann gucken wir noch einmal hier rein. Wir sind hier gerade hier bei Lycaon. Wenn wir Pech haben. Nee, können wir noch nicht machen. Also maximal Stufe 2. Dann warten wir noch bis nächste Runde. Wird ja dann günstiger. So, greifen wir den jetzt an, ja oder nein? Ich sag nein. Wir greifen nicht an. Stattdessen gehen wir im Eilmarsch hier runter nach Neapel. Und du läufst hier hoch und stellst dich einmal hier so ein bisschen hinter die Stadt. In Bewegung, mein Herr. Genau, immer in Bewegung bleiben. Wie kann ich Karthago dienen? Du sagst mal hier Armeesabotage. Wie kann ich euch dienen? Und du sagst auch hier Armeesabotage. Unheil und Chaos. Ja, mein Herr. Jezebel, hat der geklappt. Ist vollbracht. Wie kann und du? Ich euch dienen? Sabotage, wie er befehlt, Herr. Es ist nicht alles verloren. Willkommenes Scheitern, okay. Hat gut geklappt. Jezebel hat ein Level gekriegt. Wohlstand durch Kultur ist Quark. Öffentliche Ordnung in der lokalen Provinz und kultureller Einfluss ist aber ganz gut. Bei dir. Wir schauen nochmal hier. Hingabeaufstellung. Attentat. Geheimaktion. Verlust Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte für feindliche Armee, wenn wir sie giftig machen. Manchmal haben die besondere Fähigkeiten noch, die man so nicht direkt erkennt. Zum Beispiel hier plus 3 Erfahrung für neue Agenten in lokaler Provinz. Das ist eigentlich ganz cool. Einheitenverstärkung in der Begleitarmee ist auch ganz gut. Dann würde man sie in der Begleitarmee mitnehmen und dann holt man sie wieder aus dieser Armee raus, ne? Volkswahrscheinlichkeit für feindliche Agentenaktion minus 15% Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte für feindliche Agenten nach einer erfolgreichen Fehlleitung. 90% Gold durch das Plündern von Siedlungen für die Begleitarmee ist auch nice. Das ist eigentlich ganz gut. Dann nimmst du das hier mit. Und dann gehst du auf. Genau, ja. Doch, ne, ist ganz gut. Sollen wir mal das nehmen? Ach komm, wir machen das mal. Vielleicht können wir mit ihr ganz gut was plündern. Wir gucken mal. Ich erwarte eure Befehle. So. Dildos Getreue, was machst du? Da geht gerade nicht, aber... Und als Kosten für alle Einheiten außer Söldner. Und hier unter als Kosten für Söldner. Verstärkungsrate und Munition ist aber mega. Und hier die Forschungsrate fraktionsweit ist auch mega. Das machen wir. Hier sind wir noch bei der 2, ist okay. Du bist hier ja ready. Ja, bleib mal da. Wir haben die Revolte jetzt niedergeschlagen, wenn ich das richtig sehe, ne? Wir kämpfen für euch. Ja. Das heißt, wir befördern. Denn das kann sich momentan nicht negativ auf die Beliebtheit auswirken. Auch ganz nice. Okay. Und, das reicht dann erstmal. Darf den Elite-Mob nicht unterschätzen. Yes. Guck mal.
Wir kämpfen für euch, mein Herr. So, der ist im Gewaltmarsch, ne? Da müssen wir gleich auch nochmal gucken, ob wir hier noch... Ja, müssen wir gleich mal schauen. Die Armee ist nur noch auf halber Stärke. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Und sie ist im Gewaltmarsch, darf man auch nicht vergessen. Beeilt euch, Männer! Zu euren Diensten. Hier müssen wir übrigens aufpassen, dass da ist eine Armee, die momentan eine Tradition hat und von einem anderen Gen angeführt wird. Und es könnte jetzt passieren, nur rein theoretisch, dass der überläuft zu einer anderen Fraktion, wenn wir Bürgerkrieg anfangen, und dann ist die Armee auch weg. Und wenn die Erfahrungsstufe 6 oder 8 hat, dann ist das so ärgerlich. Deswegen ersetzen wir den Typen jetzt hier durch Chadita. Und der Chadita, der bekommt ja schon Elefanten. Ist der schon alt genug für einen eigenen Elefanten? Ja, ist alt genug für einen eigenen Elefanten. Komm, mach mal. Und dann holen wir den Typen nachher noch in eine andere Armee mit rein. Ja, so ungefähr. Okay. Zu euren Diensten. Die haben auch schon ein bisschen Erfahrung. Da macht das aber noch nicht so viel aus. Das ist der Bellen. Den Bellen könnten wir auch noch ersetzen. Ja, warum nicht? Nehmen wir den Tabanis. Auch Tabanis kriegt eine Gefährdung. Ich lebe, um dem mächtigen Karthago zu dienen. Grüß, gib das Händchen, Elefantchen. So, dann läufst du nämlich hier hin. Bereit zum Kampf. Ich erwarte eure Befehle. Halt euch, Männer! Ich lebe um den mächtigen Kampf. Rückt vor! Bereit zum Kampf! Bei Valhamon! Das machen wir automatisch. Wir machen das deswegen so, damit die alle Erfahrungspunkte bekommen. Ne? Wenn die nämlich neben dran stehen, kriegen die alle Erfahrungspunkte. Wie lautet euer nächster Befehl, mein Herr? Versklavt sie, wie lautet kann mein ich Befehl. Karthago dienen? Zu euren Diensten. Gepriesen sei. Valhamon verlangt ein Opfer. Ich lebe um den Mächtigen. Wenn einer hinfällt, wird er zurückgelassen. Ich spreche im Namen bereit Karthagos auf. Vernichtet sie! Mein Herr. So. Ja, das sehen wir uns auf, ne? Ja, das sehen wir uns auf. Die Punkte brauchen wir jetzt noch nicht ausgeben. Gepriesen sei Valhamon. Die machen wir alle schön listig erstmal. So, und jetzt müssten wir uns noch überlegen. Also, ich könnte den jetzt angreifen, ne? Mächtigen Karthago zu dienen.
Wir können auch sagen, wir warten ab, ne? Ich meine, er muss ja irgendwie da lang oder da runter. Wir können also auch sagen, wir laufen hier hin und machen hier Hinterhalt, ne? Also das ging ja auch, aber dann muss er ja Rimini angreifen. Also warum greifen wir ihn jetzt sofort an? Der Stolz von Mago sollte auch eigentlich von Mago selbst kommandiert werden. Und Mago, wie gesagt, ja auch der, der Kommandant, der in der Schlacht an der Trebia die Römer mit seiner Elite-Kavallerie total auseinandergenommen hat. So, wir müssen mal gerade gucken, wie das hier aussieht. Ich würde fast sagen, die Plänkler, die müssen wir schon ein bisschen so stellen. Die müssen nämlich nachher versuchen, irgendwie so in den Rücken reinzukommen bei den Einheiten hier. Ja, das kommt so halbwegs hin. Eure Befehle? Kavallerie stellen wir schon mal so hier auf. Und den General dahinter. Haut das so hin? Wir gucken mal. Schrei doch nicht so. Mal wieder die Einheiten hier abschirmen. Für den Close-Up war mir das ein paar Verluste wert. Schildträger! Ja! Skutari! In
Nee. Befehle, feuert auf den Feind! Nein! Hört sie an, Schurz! Da kommt Kavallerie, erwartet Befehle! Wie lauten eure Befehle? Rums, guck mal wieder, so eine richtige... Da geht so eine richtige Druckwelle durch. Da hätte man noch diesen rasenden Angriff nochmal nehmen können, aber hey. Wir gucken mal gerade, wo wir noch was zum Wegwischen haben. Na, und erwischen wir sie noch? Die erschütterten Hastati. Super, ich glaube, hier können wir dann beenden, ne? Kato wird weinen, genau. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago uns zerstören sollte. Moment, nein, das war... ja, wollen wir so versklaven? Willkommen in der Sklaverei. Ich erwarte weitere Befehle. Bereit zum ich Kampf. Ich lebe um den mächtigen Karthago. Marsch, mein Herr. Vernichtet sie! Ja, mach die Römer mal weg. Diese Toga werdet ihr mit eurem Blut reinwaschen müssen. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Bereit zum Kampf. Stallt Wachen auf! Zu euren Diensten. Schneller, ihr Verfluchten! So, er hat doch hier irgendwo noch so ein paar Schiffchen da. Heißt, er will jetzt irgendwie darüber, ne? So, das da bauen wir jetzt um. Das ist jetzt angeblich billiger geworden. Wohlstand durch Subsistenz ist aber auch in Ordnung. Ah, warte mal kurz. Und hier machen wir so ein Ding, das Handel bringt, ne? Das da ist aber ein... Genau, das da. Hier einen großen Hafen müssen wir hier dann bauen. Ja, bau das da noch. Wir nehmen einmal so ein bisschen Kohle in die Hand. Ja, und jetzt ist die Frage, wollen wir hiervon irgendwas auflösen? Hier unten erstmal noch nicht. Also hier die Einheiten bis auf den Mob. Der Mob kostet ja nur 11, würde ich sagen. Die hier lösen wir dann nächste Runde auf. Dann haben wir hier die öffentliche Ordnung auch so halbwegs wiederhergestellt, oder? Oder sagen wir, wir gehen nach Rom. Ich erwarte eure Befehle. Die kosten ja jetzt auch nicht mehr viel, ne, mit diesen entsprechenden Trades. Das ist natürlich noch so ein Ding, müsst ihr halt beachten, wenn euer Kommandant dann drauf geht in so einer Armee, auf einmal zack, Söldner super teuer. Sind die Trottel da schon wieder da? Bogut und Bellen? Nee, Abdilim. Bakidische Dynastie, den haben wir auch noch.
Ah, der ist das. Ach, direkt einen Elefanten, komm. Alles unter einem Elefanten ist kein richtiges Auto. Halcon hat eine Fähigkeit. Das warst du. Ein Mann hat viele Gesichter. Nee, das warst du nicht. Wer ist der Halcon? Der Halcon ist bei dir in der Armee. Nee. What is going on? Wie kann ich Karthago dienen? Ach, du bist der Halcon. Nahkampfangriff für Kavallerieeinheiten. Moral für Elefanteneinheiten. Gimme, gimme. Moral und Rekonstruierungskosten für Söldner. Fraktionsweit günstiger. Cool. Die haben wir doch alle adoptiert. Forschungsrate. Die Ladies kriegen den Bonus bei der Forschungsrate. Ja. Okay. Puh. Okay. Gute Nacht, wer auch immer da jetzt gerade ins Bett geht. Okay, Tabanis hat Rang 6. Er ist ein Veteran. Rang 5, Amilkar Rang 7. Bogut und Bellen sind zu Hause zurückgekehrt. Die müssen wir jetzt gleich wieder alle umwurschteln. Nimm die Außenpolitik. Sapidam ist geboren. Familiengeschichte. Plus 1 Hingabe. Sehr schön. Ja, Bevölkerung hier verbessert sich deutlich. Da ist denn den Römer. Wie kann ich Karthago dienen? Indem du nach Cosentia gehst. Ob ihr müde seid, bereit zum Kampf. Wenn einer hinfällt, wird er zurückgelassen. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Ich will stündliche Wachgänge. Ich lebe um den mächtigen Okay. So, also wir kontrollieren jetzt endlich mal zwei Provinzen. Ja, wir brauchen jetzt noch eine dritte. Mauretanien. Das heißt, wir würden, wenn wir ein Militärbündnis mit Neu-Karthago machen würden, hätten wir es dann, ne? Richtet folgendes Gebäude, ein Handelshafen. Erklärt folgender Fraktion den Krieg, Rom. Wir brauchen einen Handelshafen. Das ist ein Hafenstufe 3. Okay. Vielleicht schaffen wir das dann noch nicht. Gehst mal hier ins Wasser. Ah, obwohl, warte nochmal ganz kurz. Alle Menschen müssen dienen. Ja, doch, ist okay. Ich lebe um den mächtigen Und du gehst hier hin zur Militärspionage. Der Römer hat sogar noch einen Agenten bei uns. Okay, dann holen wir uns noch einen Streiter. Und nächste Runde holen wir uns dann noch so einen Richter. Bereit zum Kampf. Wow!
Du machst die Söldner billiger. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Aufstellung minus 3 Moral. Minus 1 feindliche Belagerungszeit. 30% weniger Verlust, wenn man selber belagert wird. Ist eigentlich auch ganz cool. Bedrängen. Brandanschlag. Auch ganz cool. Oh, da kommt der Tiers. Sagt mir, ich muss gleich Schluss machen. Von Schluss ist da gar nicht die Rede. Oder Werbung machen. Machen wir auch gleich. Okay, pass auf, mach den. Warte mal, das basiert auf der Autorität. Ne? Das heißt also, wir müssen einen Wert nehmen, wo er im Idealfall viel Autorität kriegt. Bestimmt durch Abenteuer machen wir dann alles, was Autorität bringt. Das ist ganz gut. Und dann. Was war hier? Ne, dann haben wir doch aber alles. Wer ist denn jetzt? Ah ja, ich muss noch die Helden ausstellen. Genau. Das war es. Genau, der Bellen, den muss ich irgendwo gleich in der Flotte aufstellen. Das machen wir aber nicht hier. Das machen wir in der Provinz, die uns sowieso nicht gehört. Warum geht das nicht? Weil ich keine Kohle habe. Wahrscheinlich brauche ich ein bisschen Geld noch, ne? Okay, wo steckt meine Kohle gerade drin? Wo steckt meine Kohle drin? Bist du jetzt sicher, dass es an der Kohle liegt, wenn das Aufstellen 0 Gold kostet? Dürfte eigentlich nicht, aber es könnte sein, dass es Kohle kostet, weil es eine Flotte ist. Hier steht ja Flotte aufstellen nicht möglich, unzureichende Gelder. Aber vielleicht können wir das gleich noch über ein Handelsabkommen oder irgendwie sowas rausholen. Ja, wir machen mal hier einen kurzen Cut und ich mache nochmal ein bisschen Werbung und wir sehen uns dann gleich wieder. Für alle, die auf YouTube zugucken, ich freue mich, wenn ihr auch mal in den Livestream reinschaut. Bis dann, macht's gut, Pax Vobiscum, Valete.